Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute länger getagt als vorgesehen und Sie mussten ja nun lange Zeit auf uns warten. Es war auch diesmal eine sehr gute und konstruktive Runde. Und das, was mir wichtig war, schon vor dem Gipfel, dass wir alle in einer Verantwortungsgemeinschaft bleiben und uns in einer Verantwortungsgemeinschaft sehen, das wurde eigentlich vollumfänglich so erfüllt. Die starke Zunahme der Flüchtlinge in den letzten Monaten sind Herausforderungen, die nach dem ersten Flüchtlingsgipfel sich noch sehr stark gesteigert haben. Und deswegen setzen wir alles daran, diese komplexe Aufgabe zu meistern. Wir befinden uns bundesweit in einer Situation, wo wir Tempo zulegen müssen. Etwa bei den Liegenschaften, also bei den Unterkünften, die wir brauchen, sowohl in der Erstaufnahme als auch in der Folgeaufnahme, und deswegen müssen wir die Kooperation und Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen weiter verbessern. Es fanden natürlich insbesondere von den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern in den Städten und Gemeinden mit Erstaufnahmen Schilderung statt, dass dort die Situation sehr angestrengt ist und teilweise Zustände sind, die schwer auszuhalten sind. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir die Erstaufnahmekapazitäten drastisch erhöhen. Wir haben sie ja bisher schon verzehnfacht von 9.900 auf 9.000 Plätze. Das entspricht fast 25% der gesamtdeutschen Kapazität bei nur 13% Aufnahmeverpflichtung Baden-Württemberg. Also Tatenlosigkeit bei der Schaffung von Aufnahmekapazitäten kann man uns nun wirklich nicht vorwerfen, sondern die Prognosen sind ständig nach oben geändert worden. Und deswegen erhöhen wir die Kapazität der Erstaufnahmeeinrichtungen bis Ende des Jahres um knapp 6.000. Danach im kommenden Jahr werden wir sie nochmal um weitere 5.000 erhöhen, sodass wir also in einem knappen Jahr die Erstaufnahmekapazitäten um 10.000 erhöhen wollen. Wir werden aber alles dafür tun, dass wir noch weitere Reserven über diese 10.000 bekommen. Also auch das ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern wir versuchen noch weitere Liegenschaften zu finden, die da in Frage kommen. Da der Wohnraum knapp ist, haben wir generell die Ausnahmeregelung, die im Gesetz vorgesehen war, ausgesetzt auf 2 Jahre. Das heißt, die ist ja noch gar nicht in Kraft. Und bevor sie in Kraft tritt, setzen wir sie für 2 Jahre generell aufgrund der Situation aus. Es wurde allgemein beklagt, dass die Dinge zu lange dauern. Die Kritik ist nicht unbegründet. Deswegen werden wir unter Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände eine Lenkungsgruppe einrichten, morgen im Kabinett mit weitgehenden Vollmachten. Sie besteht aus den Amtschefs des Integrationsministeriums, des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft, des Innenministeriums und des Staatsministeriums. Und sie wird für alle Flüchtlingsfragen zuständig sein, um die Verfahren zu optimieren. Und was diese Lenkungsgruppe entscheidet, sind dann verbindliche Entscheidungen, sodass wir an Tempo zulegen können, was, glaube ich, erforderlich ist.
die Forderungen an den Bund sind ja generell erfüllt, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sein Personal weiter drastisch aufstockt. Ich will aber noch mal darauf hinweisen, dass das die Ministerpräsidentenkonferenz schon im Oktober gefordert habe, ich im September einen Brief an die Kanzlerin geschrieben hat, und es hat leider über ein halbes Jahr gedauert, bis der Bund dem nachgekommen ist. Dadurch ist natürlich wertvolle Zeit verloren gegangen, aber jetzt ist das eingerichtet, und ich will noch mal sagen, dass natürlich dieses Personal zu bekommen, einzuarbeiten, bis die Entscheider auch entscheiden können, wird leider mehrere Monate in Anspruch nehmen, wie uns heute der Chef des BAMF mitgeteilt hat, sodass wir also jetzt nicht sofort mit einem schnellen Personalaufstockung rechnen können, sondern es geht leider nur Schritt für Schritt. Und so lange wird es eben bei einer längeren Dauer der Verfahren bleiben, und es war allgemeine Übereinstimmung, dass die Verkürzung der Dauer der Verfahren in allen Fragen, das war nun einhellige Meinung von den Flüchtlingsorganisationen bis zu den Kommunen, und wir sowieso, dass das eine der vordringlichen Maßnahmen ist, die aber noch länger dauern wird. Das sind derzeit 6,7 Monate, und wir waren uns alle einig, dass es auf 3 Monate verkürzt werden muss, das aber, wie gesagt, etwas länger dauern muss. Ich will noch etwas sagen zu den Rückführungen. Es herrscht Einigkeit in der Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit der Bundesregierung, dass wir die Menschen, die Flüchtlinge mit einer klaren Bleibeperspektive, also aus den Bürgerkriegsgebieten, dass wir die schneller und kursorischer behandeln müssen. Es wurde vom BAMF zugesagt, dass diese Flüchtlinge, wenn klar ist, woher sie stammen, dass es nur noch schriftliche Verfahren gibt, sodass wir da mit einer erheblichen Verkürzung rechnen können. Also, dass das schneller gemacht wird und wir andererseits auch bei den Rückführungen für Flüchtlinge ohne erkennbare Bleiberechtsperspektive schneller werden müssen. Die freiwillige Rückkehrberatung wird verstärkt, und wir stärken die Organisation Rückführung im Regierungspräsidium Karlsruhe. Wir fordern zudem eine zentrale Clearingstelle bei der Passbeschaffung, weil viele dieser Flüchtlinge aus verschiedenen Gründen ja keine Pässe mehr haben. Menschen, die ausreisepflichtig sind und sich der Rückführung entziehen, werden wir verstärkt mit Leistungskürzungen, beispielsweise beim Taschengeld und mit Beschäftigungsverboten, belegen. Also wir versuchen auch da alles, was in unseren Möglichkeiten steht, um die Verfahren zu beschleunigen. Ich will noch mal sagen, es herrschte aber auch beim Thema Bleiberechtsregelungen für junge Flüchtlinge für die Ausbildung eigentlich völliger Konsens, dass wir das verbessern müssen, dass wir klare Bleiberechtsperspektiven schaffen müssen für die jungen Flüchtlinge, dass wir auch ein Zuwanderungsgesetz brauchen, aber auch darunter zu schnellen Regelungen kommen. Dagegen gab es eigentlich keinen erkennbaren Widerspruch, sondern lediglich bei der Frage des Spurwechsels muss man noch genauer klären, wie der aussehen kann und soll. Also ich kann noch mal zusammenfassen, alle, die in der Exekutive tätig sind, waren sehr konstruktiv. Es gab natürlich auch durchaus nachvollziehbare Kritik, der wir auch nachkommen können. Aber insgesamt ist der Gipfel, hat die Verantwortungsgemeinschaft aller Beteiligten
gestärkt. Die Kirchen haben nochmal ein Bündnis für Flüchtlinge vorgeschlagen. Auch dieser Vorschlag wurde positiv von allen aufgenommen, sodass wir auch die Menschen, die hier bleiben, dass wir gute Integrationsmöglichkeiten schaffen. Insbesondere wurde sehr gelobt von allen Seiten, dass wir durch Bereitstellung entsprechend hoher Deputate auch dafür sorgen, dass die Flüchtlingskinder in Vorbereitungsklassen wirklich gut vorbereitet werden im deutschen Spracherwerb, sodass die Voraussetzungen dann auch gegeben sind, dass sie gegebenenfalls gut in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft integriert werden können. Also man kann sagen, dass beim dritten Teil, wo es auch um die Perspektiven und eine Willkommenskultur der Flüchtlinge geht, ging große Einigkeit bestand, sodass man, glaube ich, sagen kann, dass wir jetzt nochmal viele Aufgaben haben durch den neuen Flüchtlingsgipfel, die Probleme, die beschrieben wurden, möglichst zu lösen. Aber dass auch Konsens bestand, dass wir weiter an einer Willkommenskultur arbeiten und damit unseren humanitären Verpflichtungen nachkommen. Vielen Dank. Auch ich bin froh um den großen Schulterschluss, den wir heute rund um das Thema Flüchtlinge in Baden-Württemberg hatten. Alle haben die Kräfte gebündelt. Der Ministerpräsident hat eine Reihe von sehr schnell greifenden Maßnahmen dargestellt. Ich habe mich aber insbesondere gefreut, dass wir gegen Ende der Beratungen auch über Perspektiven reden konnten. Perspektiven, die von allen, die dann noch anwesend waren, auch geteilt worden sind. Ich will zwei dieser Perspektivfragen aufgreifen. Das eine ist auch nochmal von der kommunalen Seite besonders betont worden. Nach der Erstunterbringung, der vorläufigen Unterbringung in den Stadt- und Landkreisen, steht die Anschlussunterbringung in den Kommunen an. Und da wir im letzten Jahr und in diesem Jahr eine stark steigende Zahl von Flüchtlingen aufgenommen haben, wird die Zahl derjenigen, die zur Anschlussunterbringung an die Kommunen weitergehen werden, zunehmen. Wir haben darauf reagiert mit dem Wohnraumprogramm für Flüchtlinge, 30 Millionen Euro allein im Jahr 2015. Das Antragsvolumen ist weitestgehend ausgeschöpft. Deshalb wissen wir, dass wir für das nächste Jahr zusätzliche Mittel bereitstellen sollten und wir werden mindestens in gleicher Größenordnung, also 30 Millionen Euro, auch ab 2016 für diesen Zweck bereitstellen. Und wir werden dann auch im Dialog mit der kommunalen Seite die weiteren Bedarfe klären. Für eine gelungene Anschlussunterbringung ist aber insgesamt der Wohnungsmarkt entscheidend und deshalb wollen wir auch, dass wir über die soziale Wohnraumförderung weiterhin Entspannung in dem doch sehr angespannten Wohnungsmarkt in vielen Ballungsräumen in Baden-Württemberg schaffen. Wir haben die Mittel für den sozialen Wohnungsbau deutlich aufgestockt. Dieses Jahr stehen insgesamt 150 Millionen Euro für zwei Jahre. In diesem Doppelhaushalt stehen 150 Millionen Euro für die Wohnraumförderung zur Verfügung. Und wir werden dann für die Folgejahre prüfen müssen, ob diese Mittel ausreichen oder ob wir sie nochmal aufstocken. Klar ist, wenn Zehntausende von Menschen zusätzlich in Baden-Württemberg wohnen, hat es Konsequenzen für den Wohnungsmarkt allgemein. Und es muss auch Konsequenzen haben für die Flächenausweisung in den Regionalverbänden, in den Kommunen. Die zweite Perspektive ist nochmal die Frage der Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeitsmarkt. Dazu gibt es eine Reihe von konkreten Maßnahmen. Wir werden auch nochmal für die Integration von Flüchtlingen in Ausbildung aus meinem Haus zusätzliche Mittel der Fachkräftesicherung zur Verfügung stellen. Entscheidend ist aber, dass wir einen legalen Weg der Arbeitsmigration neben dem asylrechtlichen Zugang schaffen. Da gab es eine große Übereinstimmung und wir werden schnell da handeln müssen, um das Asylrecht zu entlasten. Deshalb brauchen wir einen Aufenthaltstitel während der Ausbildung und Beschäftigung. Da sind erste Schritte mit einem Kompromiss zwischen Bund und Ländern geschaffen worden. Es wurde aber deutlich, insbesondere von der Wirtschaft angemerkt, dass wir mehr Rechtssicherheit auch über den Abschluss der Ausbildung hinaus brauchen. Und dann brauchen wir einen Spurwechsel und einen legalen Arbeitsmarktzugang, insbesondere für die schaffigen Menschen aus den Westbalkanstaaten, die es hier auf den Arbeitsmarkt drängt. Wir haben Arbeitsmarktbedürfnisse, Mangelberufe, die sind bekannt. Wir sollten schleunigst dafür sorgen, ihnen den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt in diesen Mangelberufen
zu ermöglichen. Und wir sollten überlegen, wie ein Asylverfahren so ausgestaltet werden kann, dass ein sogenannter Spurwechsel in die legale Arbeitsmigration möglich ist. Das war nochmal der dringende Wunsch der Wirtschaft und wir werden uns gegenüber dem Bund für eine entsprechende Änderung einsetzen. Wie Sie sehen, haben wir nicht nur die akut drängenden Probleme gemeinsam besprochen, sondern wir haben auch Perspektiven aufgezeigt, weil wir davon überzeugt sind, dass unterm Strich Flüchtlinge, die zu uns kommen, Menschen, die zu uns kommen, eine Bereicherung darstellen können und uns auch wirtschaftlich und gesellschaftlich unterstützen können. Deshalb war es wichtig, dass wir auch diese Perspektiven gemeinsam aufgezeigt haben. Für das Land bedeutet das, dass wir trotz der hohen Zugangszahlen natürlich die Flüchtlingsaufnahme gewährleisten müssen, natürlich aber auch einen humanitären Umgang und die Sicherheit für alle herstellen müssen, natürlich auch eine faire Lastenverteilung mit den Kommunen sicherstellen müssen. Das bedeutet, dass wir ausreichend dimensionierte Erstaufnahmeeinrichtungen schaffen müssen. Der Ministerpräsident hat es gesagt, wir werden in diesem Jahr noch mal bis zu 6.000 Plätze schaffen, im nächsten Jahr noch mal an die 5.000. Also ich glaube, dieses Beispiel, dass wir eben ein Viertel aller Erstaufnahmekapazitäten im Bund stellen, wobei wir nur eine 13-prozentige Aufnahmequote haben, das verdeutlicht das ganz gut. Und was Sie vielleicht auch noch interessieren könnte, in anderen Bundesländern ist die Situation ähnlich schwierig, weshalb auch aus Baden-Württemberg Hilfskräfte am Wochenende unterwegs waren in Brandenburg und in Hamburg, um eben auch diese Bundesländer mit Personal zu unterstützen. Die Einrichtungen haben wir bereits aufgezählt, das wurde bereits kommuniziert. Was ganz wichtig ist, dass wir schnell handeln. Die Abläufe müssen insgesamt sehr viel effizienter laufen. Registrierung, erkennungsdienstliche Behandlung, Erstuntersuchung, aber auch die Asylantragstellung. Dazu soll eine Lenkungsgruppe eingerichtet werden, in die auch die kommunalen Landesverbände eingebunden werden. Das war, glaube ich, falsch kommuniziert worden vorher in der Presse. Diese Lenkungsgruppe wird eben bestehen aus dem Integrationsministerium, dem Staatsministerium, dem Innenministerium, das auch die operative Ebene verwaltet, aber auch dem Finanz- und Wirtschaftsministerium, das für die Liegenschaften zuständig ist. Das Regierungspräsidium Karlsruhe soll zusätzlich optimiert werden durch eine weitere schlagkräftige Organisation, wo eben Aufnahme, aber auch Rückführungsangelegenheiten geklärt werden. Was neben der materiellen Versorgung wichtig ist, ist natürlich auch die Sozialberatung und Betreuung. Wir wollen in Zukunft keine Unterschiede machen zwischen Leas und Beas, weil das in der Bevölkerung auch gar nicht wahrgenommen wird, diese Unterschiede. Da soll es in Zukunft einen Schlüssel von 1 zu 100, also Sozialarbeiter geben, ein Admin-System, das sich an die Flüchtlingszahlen anpasst. Die Ehrenamtlichen sollen durch Hauptamtliche betreut werden. Auch das ist wichtig, was manchmal auch schon hilfreich sein kann. Kleine Maßnahmen, kostenfreies Wireless LAN, damit die Flüchtlinge eben auch kommunizieren können, denn auch sie sind auf soziale Kontakte angewiesen. Flüchtlinge sollen auch nicht erst nach 15 Monaten, sondern frühzeitig einen erleichterten Zugang zu Ärzten und Kliniken erhalten. Für die Gesundheitskarte muss der Bund die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. Dafür setzen wir uns ein. Die Flüchtlingsaufnahme, ich erinnere noch mal daran, ist ein grundgesetzlicher Auftrag, der von allen Ebenen erfüllt werden muss, gleichermaßen von Bund, Land und Kommunen. Und aufgrund der schwierigen Situation in den Kommunen haben wir Maßnahmen ergriffen. Das Bauförderprogramm, aber auch die Aussetzung der 7 Quadratmeter sind hilfreich. Das werden wir durch eine allgemeine Verfügung erreichen. Die Finanzierung hatte, glaube ich, Finanzminister Nils Schmidt auch angesprochen. Wir haben die Pauschalen ja bereits um ein Drittel erhöht, arbeiten aber auch an einer Revision. Wir erstatten den liegenschaftsbezogenen Anteil ohnehin spitz, deshalb bekommen viele Landkreise auch Geld von uns nachgezahlt. Ansonsten gibt es 2016 nochmal eine Komplettrevision. Grundsätzlich gilt aber, und das gilt für alle Bundesländer, ist es so, dass die Strukturen und Verfahren an die hohen Zugänge angepasst werden müssen. Mein Vorschlag war, ich glaube, dass der Bund diesen Vorschlag auch positiv aufgenommen hat, wenn der Bund die Aufnahme komplett in Eigenregie in bundeseigenen Liegenschaften organisieren könnte, denn der Bund ist auch für die Verfahren zuständig. Und wenn die Verfahren dort zügig bearbeitet werden könnten und dann gegebenenfalls auch die Rückführung durch Bundespolizei organisiert werden könnte, würde es allen Bundesländern helfen, weil alle Bundesländer stehen vor ähnlichen Schwierigkeiten. Solange die Zugänge so hoch sind, wird sich an den Herausforderungen insgesamt in den Ländern
so schnell nichts ändern. Und deswegen müssen die politischen Diskussionen in der Frage bei den Zugängen auch weitergeführt werden. Wir werden unsere Bemühungen weiterführen im integrativen Bereich. Das bedeutet, dass wir nicht auf Maßnahmen des Bundes warten, sondern selbst aktiv werden, indem wir mit einem Sprachprogramm auch an die Stadt- und Landkreise herantreten. Die Verwaltungsvorschrift dazu ist letzten Freitag in Kraft getreten. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30.09. Wir wollen Netzwerke gründen und dort mit den vorhandenen Akteuren, die ja erprobt sind und auch diese Angebote bereits leisten, dieses Sprachförderprogramm anbieten, das anschlussfähig ist an das Bundesprogramm. Und sollte der Bund dann eben die Integrationskurse freigeben für Flüchtlinge, würde das eben auch übergehen in diese Maßnahme.